Ich habe mich in den letzten Videos hin und wieder mal mit Powerline-Adaptern beschäftigt und jetzt schauen wir mal, wie kompatibel denn die Geräte untereinander sind. Dazu habe ich jetzt hier einen von Fritz Powerline und zwei von TP-Link. Das Fritz Powerline-Teil und das TP-Link sind relativ aktuelle, also das rechte TP-Link, das in der Mitte ist ein 200er-Modul, das ist also auch tatsächlich schon etwas älter. Es gibt für die Kompatibilität den HomePlug-AV-Standard. In der Theorie sollten die also untereinander kompatibel sein. Ich habe die jetzt alle mal in Werkszustand gesetzt. Die haben jetzt also alle wieder ihr Passwort vom ja, ab Werk vergeben wurde, was also hinten drauf steht. Und sind also jetzt erstmal nicht miteinander, können sich erstmal nicht miteinander verbinden. Um das zu prüfen, schließe ich die hier mal an eine Steckdosenleiste an. Hier muss ich ein bisschen kreativ sein, dass die alle drauf passen. Aber wir sollten das irgendwie schaffen. Genau, alle drei drin. Ich hoffe, man kann jetzt ein bisschen die Illumination sehen. Ich kann es ja mal hier ins Dunkle tun. Also zum Beispiel hier das Fritz-Teil, das hat ein WLAN-Modul. Das wird jetzt am längsten booten. So aus Erfahrung heraus, der hier, da leuchtet schon. Ich hoffe, man kann es sehen. Auf jeden Fall leuchtet hier eines der kleinen Lichtchen schon mal so vor sich hin. Allerdings die Leuchte für die Powerline-Verbindung leuchtet nicht. Also der hat keine Verbindung. Das gleiche gilt jetzt hier für den. Da leuchtet gerade gar nichts. Ne? Auch nicht schlecht. Naja, dann ist jetzt die Frage, wie können wir die alle miteinander verbinden. Wichtig ist, wie gesagt, erstmal Werkszustand herstellen und immer schön von vorne anfangen, nicht, dass man irgendwie Konfigurationen drin hat, die man gar nicht haben möchte. Deshalb, ja, wobei ich sehe, hier ein bisschen klimmt die Lampe bei dem. Also die hier ist an, aber nicht die Powerline-Verbindung. Deshalb muss man jetzt erstmal nicht alle drei auf einmal verbinden, das wird nicht funktionieren, sondern man muss sich für zwei entscheiden, die man koppeln möchte. Ich würde einfach mal von rechts nach links anfangen, und zwar mit dem Fritz-Gerät und hier mit dem TP-Link-Gerät in der Mitte. Dazu drücke ich jetzt hier mal die Connect-Taste. Dann fängt das Blinken an. Jetzt hat man 2 Minuten Zeit, auf dem anderen Gerät, das man verbinden möchte, auch die Connect-Taste zu drücken. In dem Fall ist die hier unten und die drücke ich auch mal kurz. Und dann sollte der auch das Blinken anfangen und es sollte jetzt nicht lange dauern und das sollte das Blinken aufhören und die sollten sich gefunden haben. Tatsächlich hat der hier schon aufgehört, der TP-Link, der hat schon die Verbindung. Und jetzt hat er wieder aufgehört. Ah. Tja, Vorführeffekt. Wir warten mal kurz ab, ob die sich finden. Also der ist der Meinung, die hätten sich schon gefunden. Komisch, dass jetzt das Fritz-Gerät darauf nicht reagiert. So, tatsächlich hat funktioniert, hat einfach nur ein bisschen länger gedauert. Hier ist jetzt Powerline aktiviert, hier ist auch Powerline aktiviert. Das heißt, die zwei sind jetzt schon in einem Netzwerk verbunden. Allerdings der hier, auch, also man sieht, man muss genau im richtigen Winkel drauf schauen, um zu sehen, dass das Lämpchen, so jetzt kann man sehen, das Lämpchen hier leuchtet. Und die anderen zwei leuchten noch nicht. Das heißt, der ist noch nicht aufgenommen. Ich fange jetzt also wieder an, hier zu drücken. Ich kann jetzt an einen von beiden Adaptern drücken am Anfang. Ich nehme jetzt mal den, drücke drauf. Dann fängt hier das Lämpchen an zu blinken. Ich mal, wie, keine Ahnung, ob ihr das seht. Also man sieht hier, dass es das Blinken anfängt. Genau. So, und jetzt kann ich einfach auf den TP-Link 1200 gehen. Hat hier an der Seite seine Taste. Und einmal drücken. Dann gucken wir mal, was die Lampe macht. Jetzt fängt er das Suchen an. Und jetzt hat er es schon gefunden. Klar, das ist die gleiche Marke, die finden sich vielleicht ein bisschen schneller. Aber was man jetzt auch sehen kann, alle drei haben jetzt also ihr Powerline-Lämpchen leuchtend an. Also die sind in einem Netzwerk. Ich glaube hier, der große startet sich gerade einmal neu. Ne, der startet sich nicht. Naja, ich bin auch einfach blind. Die Lämpchen muss man einfach nur im richtigen Winkel wieder betrachten. Schrecklich. Naja, auf jeden Fall. Die haben sich jetzt alle drei gefunden, sind alle drei im gleichen Netzwerk. Das heißt, obwohl die wirklich unterschiedliche Jahrgänge sind und obwohl die auch von unterschiedlichen Herstellern sind, sind die alle super untereinander kompatibel und können in so ein Powerline-Netzwerk integriert werden.